Hey Leute, willkommen zurück zu Skyrim! Alles klar. Diese Folge werde ich mal da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Was für ein Zufall, wer hätte das gedacht? Ja, da vorne kommen jetzt nämlich drei Magier. Ich werde mir mal ein bisschen Hilfe beschwören in Form eines Feueratronarchen. Wo ist er denn? Hallo? Habe ich jetzt was falsch? Ah, ich glaube, ich habe den falschen Zauber ausgewählt. Moment. Beschwörung? Ja, Feueratronarchen. Ich habe Seelenfalle. Warum habe ich bitte Seelenfalle ausgerüstet? Kann mir das jemand sagen? Hallo, ich habe doch... Auf 6 habe ich doch... Ne, habe ich das auf 5? Ich habe den Atronarchen auf 5. Okay. Alles klar, hätte ich jetzt einen Fehler gemacht. Moment. Husch. Da kommt er. Wow, das sieht jedes Mal so cool aus. Verbraucht halt nur mein gesamtes Mana, aber das ist okay. Machen wir mal so. Hallo. So, jetzt. Alles klar, kurz ein bisschen Mana laden. Das geht ja eigentlich schon ganz fix, nur im Kampf geht es mir halt wieder viel zu langsam, leider. Naja. Gut, ich gehe kurz in Deckung, mache hier ein Quicksave. Und jetzt hole ich mir die Säcke. Alles klar. So, erst den. Komm her. Sollst nicht blocken. Blocken ist böse. Yay, yeah, jetzt kommt mein Atronarch, der hilft mir. Wie ist das schon alles? Mann, kalt. Jawohl. Okay, der ist Geschichte. Eismagier, du Loser. Aufhören. Aufhören. Ja. Oh. Da hat eben die Kamera versagt. Sah ein bisschen komisch aus, aber ist okay. Und da ist der Atronarch auch schon weg. Er hat hauptsächlich seinen Zweck erfüllt. Das finde ich richtig schön. Naja, was haben wir da? Zauberbuch Hellsehen. Kann ich das schon? Warum finde ich immer Zauber, die ich schon kann? Naja gut, kann ich bestimmt vertickern, das Buch. Was haben wir hier? Eine Attrappe. Könnte ich ja ein bisschen üben, aber es bringt ja nicht wirklich viel. Die Legende des Roten Adlers. Was ist das denn? Ist das... Ach komm, nehm mal mit. Ich habe mich jetzt nach dem letzten Let's Read einigen Büchern entledigt, die eigentlich gar nicht so interessant sind, habe ich festgestellt. Deswegen habe ich sie einfach weggeschmissen. Ich meine, was soll's? Laterne? Was? Habe ich das Buch schon? Der wahre Barrensier? Oh, ich weiß es nicht. Nimm mal mit. Was soll's? Ich kann es ja wieder wegschmeißen. Götter und Kulte. Nein, das möchte ich nicht. Das ist langweilig. Die Wolfskönigin. Das habe ich, glaube ich, nicht. Das nehmen wir mit. Ich habe nur den ersten und zweiten Band, glaube ich, sogar. Ich weiß gar nicht. Was hier für Bücher liegen? Was ist das? Nehmen wir mit. Was ist ein Hahn? Ein Zapfhahn oder was? Das nehmen wir auch mit. Ach man, es gibt einfach so viele Bücher, Leute. Viel zu viele Bücher hier. Aha, der Monomythos. Also, keine Ahnung. Nee, komm, reicht jetzt. Ich will nicht wieder die ganze Zeit irgendwie Krams aufsammeln. Das ist doch so langweilig. Ganz ehrlich, das ist so langweilig. Okay. Feuerzauber. Knoblauchzopf. Ist bestimmt nur zum Essen da und nicht für Alchemie. Ziegenbein, das sieht so eklig aus. Ich gehe wieder in Schleichmodus, man weiß ja nie. Hä? Das Geräusch kommt mir irgendwie bekannt vor. Hä? Ist das eine Falle? Husch. Oh oh, Totenbeschwörer. Ah, das gefällt mir nicht. Okay, das war nicht so gut. Oh, 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 ich hätte mir erst einen Atronarchen beschwören sollen. Aufhören. Alte Zippe. Alter Zippe, hör auf. Ach, das ist ein Typ. Ist ja noch schlimmer. Ich bin nämlich dreckiger. Was? So geht das, mein Lieber. Alles klar. So, wunderbar. Zum Glück ist nur einer gekommen, sonst hätte ich jetzt ein echtes Problem, glaube ich. Ich sollte echt mal vorsichtiger sein. Ich sollte ja nicht immer so rumrennen und einfach auf alles schießen, was da rumläuft. Ich soll... Ich wollte schon sagen, das Geräusch kenne ich, weil es eben Skelette sind. So. Jetzt warte ich kurz. Ich hätte immer noch versteckt bin, obwohl ich die ganze Zeit rumballer hier, wie blöd mit Feuerbällen. Sag bloß, es fällt keinem auf. Das fände ich sehr seltsam. Waren das jetzt nur so beschworene Skelette? Ne, das waren echte Skelette. Cool. Ah, Amulett von Mara. Sehr gut. Nehmen wir doch gerne mit. Warum kann ich mir eigentlich nicht mehrere Amulette um den Hals hängen? Ich fände das sehr praktisch. Ich würde zwar im Endeffekt mit 20 Halsketten rumrennen, aber das wäre es mir wert. Ganz ehrlich, auch wenn es blöd aussieht.
Oh, nehmen wir doch alles mit. Außer Nordschwert brauchen wir nichts. Ist das dasselbe? Da liegen überall die Brocken rum. Welches ist denn jetzt welches? Ja, es ist, glaube ich, alles dasselbe. Das hier ist neu? Auch nicht. Na, die Skelette sind recht witzlos. Oh, oh. Außer der. Was wusstest du, dass du jetzt stirbst? Das habe ich auch gewusst. Ja, nehmen wir mit. Alchemie ist immer gut. Die wiegen auch nicht allzu viel, die Zutaten. Oh, guck mal. Den nehme ich doch mit. Goldknochenmehl und eine Eisenkriegsaxt. Nö. Lass mal gut sein. Oh, Zauberwurf Zombie erwecken. Das ist cool. Das ist doch cool. Das ist mal was sehr Praktisches. Nee, ich stehe nicht so auf zwei Hände. Danke. Gold. Noch mehr. Da liegen da bestimmt noch Skelette. Ach komm, ist egal. Ist egal. Den Kleinkram, den kann ich mir doch sparen. Ganz einfach. Geht's da noch viel weiter? Ich denke mal, ja. Es ist mal wieder Zeit für ein Quicksave. Besser ist das. Ah ja. Okay. Wo geht's denn? Ich hab's doch gewusst. Ein Seelenstein. Na, nö. Akonischer Bericht. Na, das ist wieder irgend so was Langweiliges. Wie gesagt, in dem Let's Read... Oh, den nehme ich doch mit. 10 Gewicht. In dem Let's Read möchte ich mich auch auf Bücher konzentrieren, die jetzt nicht unbedingt geschichtliche Hintergründe haben, sondern eben mal eine spannende Geschichte erzählen. Also nicht immer so bla 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 im Jahre des na schnarch und so. Nein, die sollen schon interessant sein. Frage ist nur, wäre ich jetzt hingekommen, wäre ich hier hochgegangen. Wahrscheinlich direkt in die Festung. Aber hier komme ich ja auch in die Festung, Dämmerlicht. Naja, gut, ist egal. Gehen wir erstmal hier rein. Schauen wir mal. Ich brauche ja nur 3 Bücher insgesamt. Warum ausgerechnet die 3 Bücher? Gibt es da nicht noch eine Kopie von oder so? Naja, sehr komisch. Auf jeden Fall wieder ein Ladescreen ohne Bildchen, was ich sehr schade finde. Ich gucke mir die so gerne an. Naja. Es gibt ja noch genug Bildchen, die man hier bestaunen kann während den Ladescreens. Hab keine Sorge. Geldbeutel. Ah, sehr gut. Die Stadt der Steine. Ist das die, die ich mitnehmen soll? Ach komm, ich nehme sie einfach mit. Ne, scheint nicht so. Moment. Oh Gott, ich dachte, das wäre wieder riesig groß hier. Alles klar. Schleichchen, Schleichchen. Na komm, Fässer, da ist eh nur Essen drin. Was soll ich damit? Ich finde ja, man sieht die Gegner leider viel zu spät. Boah! Okay, okay, okay. Cool bleiben. Hahaha. Die sind gleich verbrennen, das finde ich so schön. Das finde ich schön, das finde ich schön. Ziehe ich euch mal wieder aus. Mache ich euch nackig. Ah, das finde ich so gut, oh, Nierenwurz. Die Stoffdinger, die sind sehr leicht, haben nur ein Gewicht, aber die geben gut Geld. Ich glaube, ich sollte mich mal langsam ein bisschen drauf konzentrieren. Gespräch. Oh, was ist das? Man sieht es eben nicht, aber es ist eine Statue mit einem Typ mit einem Flügelhelm. Oder von einem Typ mit einem Flügelhelm. Naja, Türen ins Reich des Vergessens. Beschwörung. Gut, das packen wir ein. Ich werde mal die Bücher lesen, die mir noch fehlen. Das nimmt mir auf jeden Fall wieder ein bisschen Gewicht weg. Ganz unten. Funken kann ich, Hellsehen kann ich und Zombie weg kann ich nicht. Sehr gut. Oh, schau mal, hier sind überall Seelensteine drin. Beschwörungskreis hier, so, ha, so ein Pentagramm. Ist das ein Pentagramm? Ja, so ein halbes irgendwie, keine Ahnung. Was das für einen Sinn hat, ist mir eigentlich wurscht, muss ich sagen. Okay. Vorsicht. Oh oh. Boah. Aufhören zu blocken jetzt. Danke. Komm, Heilung. Okay. Sind wir in der Küche gelandet, oder was? Laterne. Die wollte ich gar nicht mitnehmen. Mann. Wo ist er denn? Da, Laterne. Tschüss. So. Klonk. Das ist ja nicht mal eine Fackelersatz oder sowas. Das ist ja gar nichts eigentlich. Okay. Ich sollte mal schleichen skillen, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mal sagen, was ihr dazu denkt? Ich weiß ja nicht. Also, generell, ich sag mal, in Skyrim... In Oblivion bin ich eigentlich immer geschlichen. Da war ich ja mehr so der, ja, Bogenschütze. Ich habe halt immer meine Pfeile vergiftet. Hat sehr gut geklappt. Bin eigentlich nicht so oft in brenzlige Situationen geraten. Jetzt als Zauberer sieht es natürlich anders aus. Ich glaube, da ist Schleichen auch nicht wirklich so sinnig, oder? Na, keine Ahnung. Okay, ach nö, wie... Ach so. Gut, das ist jetzt einmal so ein Rundgang. Nee, da muss ich ja zurück, wenn ich die Bücher will. Schauen wir mal.
Hier müsste eins stehen. Hier? Nö. Hä? Hier müsste doch eins sein. Finde die gestohlenen Bücher. Hallo? Was ist denn das Buch? Finde ich blöd. Atronarch. Okay, da ist der Zauber schlecht für. Au. Aufhören. Oh, wenn ich jetzt Entwemer, Dings wäre. Ein Dunkelelf, dann wäre ich gegen Feuer gefeit, aber das bin ich ja leider nicht. Hier bin ich an Nord und bin nur gegen Frost gefeit. Sehr gut. Ja, hab ich dich. Ja, yeah, einer weniger. Weg! Ihr wollt mir wieder wehtun, ja? Das kommt euch jetzt. Ah. Das wird euch so recht geschehen. Oh. Du blöder beschworener Wolf. Schutzgeist da, weg. Oh, ein starker Schlag. Bam. So. Eismiran. Aha. Habe ich den schon gefuttert? Ja, ich glaube ja. Sonst würde ich nicht wissen, was er bringt. So, heilen kurz. Sehr schön. Ein bisschen Mana regen. Regenerieren. Ja, ich bin immer noch im Kampf. Ah, du blöder Atronarch. Hier, Blitz. Bleib stehen. Der hat alles hier in Brand setzt. Ah. Okay, tschüss. Die Ausdauer lädt sich halt auch mal gar nicht voll. Seht ihr das? Na, okay. Objekte. Was haben wir denn da? Zaubertränke. Gesundheit wiederherstellen. Magika. Magika. Kleine Heilung. Heilung. Geringe Magika. Oh Gott, wie viel habe ich denn von den Dingern? Ausdauer. Nee, will ich nicht. Blitzresistenz. Habe ich ja Feuer? Ich hatte irgendwo Feuerresistenz. Ja. Nehmen wir gleich mal einen. Ist klar. Komm her. Ja. Das macht mir gar nicht mehr so viel jetzt, siehst du? Aber immer noch genug. Oh, verdammt. Ja, dann laden wir es halt nochmal. Ich beschwöre jetzt auch einen Atronar. Ich habe keinen Bock drauf. Dass ihr mich die ganze Zeit hier killt, Mensch. Das macht doch keinen Spaß. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wo habe ich denn Quicksave gemacht? Bitte nicht einen Raum vorher. Das befürchte ich nämlich. Ja, natürlich habe ich das. Okay, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Die packe ich ja auch noch so, die Fuzzis hier. Ja, okay, nehmen wir das nochmal. Geldbeutel. Alles klar, alles einpacken. Einmal einpacken und mitnehmen, bitte. Ja, klar. Natürlich treffe ich wieder nicht. Ich werde mich ja gar nicht mal um die Schutzgeister kümmern. Au, 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 au. Die leben ja noch, obwohl ich den Typ gekillt habe, oder was? Oh, das verbuggt er auch noch. Okay, ich kann den Schutzgeist also packen. Ich kann ihn verprügeln. Ja, nehmen wir mit. Okay, ein bisschen seltsam war das schon eben. Wo ist denn der eine jetzt down gegangen? Der Fuzzi. Das und das. Wo ist der denn jetzt hingefallen? Wo sind die Typen denn? Ich sehe es halt gar nicht im Dunkeln. Hallo? Was? Schutzgeist? Den kann ich plündern? Was ist das denn? Da hier hinten liegt einer. Ja, selbst bei mir ist es so dunkel, dass ich gerade nichts sehe. Und, obwohl, ich bin ja so doof. Wo habe ich es denn? Wo habe ich es denn? Ich habe da irgendwo... Moment, Magie? Beschwörung? Nee, das war Illusion. Nein, dann was für Änderung? Magierlicht. Kerzenschein. Okay, das habe ich schon zu den Favoriten, aber... Kerzenschein. Mach ich mal auf die... 9. Den kann ich gar nicht. Auf die 8. Okay. Okay, brauche ich gar nicht so viel Mana. Hey. Cool. Jetzt ist es doch schön. Guckt mal. Sehr schön. Aber ich glaube, das macht die Gegner auf mich aufmerksam. Das ist jetzt nicht so gut. Ah, jetzt sehen wir aber auch mal die Statue richtig. Oh, schick, schick. Schick, schick. Aha. Okay. Wo die eine jetzt hingefallen ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Aha. Du brennst. Oh, was ist das? Das ist neu, das hatten wir letztes Mal nicht.
Einmal ein Atronarchen. Alles klar, jetzt kriege ich euch aber, ihr Säcke. Quicksave, sorry, muss sein. Ich will nicht immer alles nochmal machen müssen. Und nochmal und nochmal und nochmal, deswegen, ja. Komm her. Und da ist er schon weg. Aha. Wow. Der ist diesmal geplatzt wieder. Naja. Oh oh. Au. Oh Mann, was macht das für einen Schaden? Habt ihr das gesehen? Ich bin frostresistent und krieg so viel Schaden davon. Wieso fliegt? Das sah lustig aus. Okay. Das ist ja ekelhaft, ein Riesenzeh. Und wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde ihn verspeisen. Hm. Wo ist er denn? Ah, wie ekelhaft. Bin ich nicht eklig? Ja. Om nom nom. Ja, ich würde jetzt erstmal würgen, würde ich das Ding. Bäh. Kann ich dran denken, sehr eklig. Okay. Da ist doch ein Seelenstein drin. Komm her. Ach nee, da ist eine Blume drin. Na komm raus jetzt. Todesglockenblume. Okay. Und mein Atronarch ist futsch. Zaubertrank? Ja, ja. Sag mal, wie groß ist das denn hier alles? Okay, Himmelsrand. Da geht's am Himmelsrand raus, ja. Okay. Schlüssel habe ich leider nicht. Oh. Aua. Mann, ich sehe halt nichts, wenn ihr da mit einem blöden Feuer kommt. Aua. Au, 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 aufhören. Weg. So. Ihr seid schon nervig, wisst ihr das? Ja, 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 seid ihr. Aua, was macht ihr für einen Schaden? Nein, 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 nein. Ah, du Penner. Und nochmal das hier. Nein, bitte nicht. Warum denn? Komm her. Euer Atronarch, geh kaputt. So. So, alles klar. So, 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 so. Komm her. Doch, bei den Göttern. Nein! Nicht das. Ja, hab ich. Oh Mann, wie stark sind die denn, sag mal. Ich muss es ja unbedingt auf schwer spielen, ne? Ja. Oh, das sind ja mehrere. Alles klar. Ich verpiss mich. Sag mal, du stehst hier rum. Ich würde dich brennen sehen mit meinem Atronarchen. Warte mal ab. Ja, einer weniger. Komm her. Mach dich gleich nackig. Hast du davon. Wow. Au. Du machst einen auf dunkler Imperator oder was? Boah. Zieht mir noch das Mana dabei ab. Was soll das denn? Okay. Also als Magier ist man irgendwie ein bisschen benachteiligt, habe ich das Gefühl. Ah, komm. Auf. Ich gebe dir genug. So. Gold, Sumpfbildschote und Robe. Was die mir aber auch abziehen, das ist echt ein bisschen viel, ne? Okay. Habe ich dann die noch auf Favoriten? Ne, natürlich nicht. Okay, Zaubertränke. Machen wir es. Magika, Heilung, kleine Heilung, Magika. Gesundheit und Magika wiederherstellen. Alles klar. Ja, und da gibt es natürlich noch mehr. Ah, es ist so herrlich. So, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen Mana. Und der sieht mich natürlich noch. Ja, klar. Okay. Da ist er. Ah. Hör auf zu blocken, du Blödmann! Ah, Mann! Und schon wieder, von vorne, oder was? Also langsam ist mir das echt zu blöd, Leute. Ich mache jetzt öfters Quicksave, ist mir egal, was ihr sagt, aber ich habe keine Lust, hier alles mehrmals zu machen, obwohl es total sinnlos ist. So, tschüss. Warum kriege ich wieder alles ab? Mach sie tot! Mach sie tot! Hinten schieße ab.
Okay, warum gehst du auf mich? Geh auf den Frost, auf den Feueratronarchen. Der ist viel böser als ich. Guck. So. Oh. Du Kuh. Blöde Kuh. Diesmal esse ich den Riesenzähnen nicht. Das ist eklig. Okay. Warum ist hier rot? Okay, halt dann eben nochmal. Tut mir leid, aber ich muss alles wieder und wieder und wieder machen, weil ich es einfach nicht auf die Reihe kriege. So. Nein, Kuh, bitte. Danke. Das ist ja gar nichts. Oh Gott. Was habe ich mir da selbst gebraut, sag mal. Dieser Bug immer, dass er nur eine Hand wählt, obwohl ich beide mit einem Zauber belege. Ich verstehe das nicht. Aber wo ist er denn? Hier war doch einer. Hier war doch eben ein roter Punkt. Na, vielleicht auch nicht. Schmiedeschürze. Oh, oh, oh. Sehr gut. Ah, wisst ihr was? Ist da eine Schmiede irgendwo? Das wäre richtig gut jetzt. Das wäre jetzt mal richtig gut. Dann könnte ich mir nämlich mein Elfenschwert machen. Ungewöhnlicher Stein. Wenn den ungewöhnlichen... Okay. Das Sidequest aktiviert, oder was? Interessant. Sehr interessant. Da gibt es auch noch so Nebenquests, die man einfach mal durch Aufsammeln von Gegenständen kriegt. Haben wir irgendwo Magie? Magie? Magiker wiederherstellen. Sehr schön. Und das war's auch schon, leider. Auf jeden Fall konnte ich einen brauen. Ist ja da eigentlich dasselbe hier. Oh ja, bitte. Werkbank. Ach so, ich kann die veredeln. Rüstung schmieden. Okay, das wusste ich gar nicht, dass ich auch Gegenstände verbessern kann. Also Rüstung. Moment. Okay, machen wir doch mal. Sehr cool. Jetzt habe ich meine Handschuhe verbessert. Sehen die jetzt anders aus? Nö. Nicht wirklich. Aber coole Sache. Wirklich coole Sache. Jetzt verzaubern sie. Kann ich die noch ein bisschen verzaubern? Ein bisschen nicht entzaubern. Gegenstand verzaubern. Magierne. Okay. Aha, ich habe keinen Gegenstand dafür. Was? Nee. Nein. Nein. Aha. Silberring. Moment. Verzaubern wir Magika und Seelenstein muss ich dafür auswählen. Nehmen wir doch... was nehmen wir denn? Nehmen wir so einen winzigen dafür? Reicht das überhaupt? Herstellen. Ja. Cool. Hey! Kunst kommt von Können. Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Alles klar. Alles klar. So langsam schnalle ich das. Ja, es ist immer so ein bisschen reinfuchsen, sage ich mal. Wo haben wir ihn denn? Verzauberter Ring? Nein, den meine ich nicht. Da. Oh toll, regeneriert sich 1% schneller. Hahaha. Ha, ha. Dann nehmen wir das mit Gesundheit. Ich glaube, das bringt es mehr hier. Kann ich nur einen Ring anziehen? Das wäre ärgerlich, weil ich habe 10 Finger. Hallo? Warum habe ich 10 Finger und kann nur einen Ring anziehen? Das ist total doof. Aha. Okay. Ach ja. Ich wundere mich. Ich wundere mich echt ein wenig. Quick Save. Brauche ich nicht. Wo sind denn die anderen Typen hergekommen, sag mal? Irgendwo müssen die Bücher sein. Oh oh. Ich ahne schon was. Hier ist zwar ein Lager, aber... Licht, dass wir was sehen. Hier drüben. Ihr hättet nein! Nie herkommen sollen. Ich hab's gewusst. Alter. Was soll das denn? Ja, schießt du nur. Weil das kein Mana mehr. So, ja, das ist so ein Trick. Da kann man den Zauber abbrechen, wenn man einen anderen Zauber auswählt. Ich weiß nämlich nicht, wie es sonst gehen sollte. Ihr könnt euch meine Macht nicht einmal vorstellen. Ja, du dir meine nicht hier. Blöde Kuh. Komm her, wo bist du? Rennen, du sollst! Rennen! Du Ziege! Ich hasse die Typen, wie die halt immer alles blocken mit ihrem blöden Zauber. So, komm her. Jetzt stirbst du! Stirb, ich klick dich tot! Nein, du stirbst jetzt! Ah. War es so schön für dich wie für mich? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht dran. So, jetzt kann ich... Jetzt ist der Zauber wieder weg. Und wusch. Jetzt will ich auch mal in Ruhe kurz hier gucken. Schuppenschwamm nehmen wir mit. Lavendel. Salz. Was haben wir noch? Nur sinnloses Zeug einfach hier.
Oh, außer der Helm, der ist aber auch nicht so sinnvoll. Oh, Funken. Nehmen wir mit, können wir gut verkaufen wahrscheinlich. Und wiegt nicht viel, das ist immer schön. Je weniger es wiegt und desto mehr es bringt, ohne Laute. Wie viel Gewicht habe ich denn dabei? Nee, komm, das lohnt sich nicht. Ich habe nur 7 Einheiten. Nehmen wir lieber sowas hier mit, was wirklich was bringt. Großer Sack. Nein. Okay, ja, das Licht ist wirklich nicht so gut, weil die Leute sehen mich da viel früher. Das ist eigentlich ganz schlecht. Okay, ich gehe mal ins Schleichen, auch wenn es hier wenig bringt mit dem strahlenden Licht über meinem Kopf. Ist ja sehr unauffällig, wenn ich jetzt hier rumschleiche. Eine Holztür. Ich sehe die halt so spät. Ich glaube, gibt es da nicht irgendwie so einen Trank der Entdeckung oder sowas, wie es in Oblivion gab? Fand ich sehr praktisch übrigens. Okay, sehr gut, die nehme ich doch mit. Die bringen richtig gut Kohle. Alles klar, cool. Oh nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Müller, Atronach. So, du machst bestimmt wieder Peng, oder? Jawohl. Oh nein. Und stirb. Nein. Und kann ich jetzt nicht mal... Penner! Aufspießen und abschlitzen. Kostet das Zauberwort etwa auch? Hier, ne? Ihr wisst schon. Oh, endlich. Den Schlüssel gefunden. Vom letzten Typ hier drin, oder was? Kosten die Worte etwa auch Mana, oder was? Diese Drachenworte, das fände ich jetzt sehr unangenehm, muss ich sagen. Fällt mir jetzt das erste Mal auf. Naja. Das wäre wirklich doof. Denn Mana ist für einen Zauberer sehr schlecht einzusparen. Okay. Ah, Drachenbaum. Trauben. Ein Hahn. Nee. Laufe ich denn jetzt schon wieder? Okay, nee, ich laufe richtig, aber ich... Okay, hier geht's nur raus. Ach, da muss ich hin? Hä? Warum muss ich da hin? Warum muss ich hier hin? Frage ich mich jetzt. Och nein, ich hab's befürchtet. Jetzt kann ich nicht mehr schnell laufen. Zaubernde Heilung, nehmen wir mit. Aha, was kann ich dann wegschmeißen? Hab ich denn Zutaten? Kann ich ein paar essen, glaube ich, weil ich hab. Aha. Oh Gott, Barsch, ja, den essen wir. Wie gesagt, alles, was ich nicht kenne, esse ich mir jetzt einfach mal. Feuersalze? Ja, das ist Anfälligkeit für Frost, das macht doch Feuerschaden, das weiß ich doch. Kann ich dir so schon sagen. Was, ein Geweih wiegt 0,1 und Knoblauch wiegt 0,3? Wollt ihr mich veralbern? Als wenn es so wäre. Moment, das können wir noch nicht. Das können wir nicht. Nordranke. Om nom 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 nom. Riesenzähne. Jetzt mir schlecht. Was, Salz habe ich noch nicht gegessen? Nee, das kann nicht sein. Oh. So, Pilzschote. Ich habe doch schon Salz gegessen. Also jetzt auch schon hier im Spielen, in echt sowieso. Aua, aua, aua. Jetzt kann ich auch wieder laufen. Ja, ein Gewicht. Ich darf halt nicht mehr so viel mitschleppen. Ritualkammer! Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Na klar. Wie schön, euch kennenzulernen. Okay. Ich sehe es ja schon, aber wer seid ihr? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Ich bin wegen der Bücher aus der Akademie her, du Ziege. Ihr gehört also nur zu Arens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Inwiefern? Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Aha. Dürfte ich bitte die Bücher haben? Nein. Vereinbarung oder ohne die Bücher? Ich meine, vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Was hältst du davon? Ich fürchte, ihr habt mir nichts anzubieten. Ja, wie? Ihr könnt jetzt entweder in eure Akademie zurückgehen und mich in Ruhe lassen, oder ich bringe euch um. Die Entscheidung liegt bei euch. Dann versuchen wir es nochmal höflich. Dürfte ich bitte diese Bücher haben, meine liebe Ruferin? Oh, auf einmal sagt ihr bitte und danke. Ja, bitte, bitte. Ich fürchte, für Nettigkeiten ist es jetzt zu spät. Wie? Ich gebe euch die Chance, euch umzudrehen, zu dieser Tür hinauszugehen und nie mehr wiederzukommen. Und ihr solltet euch besser beeilen.
Okay. Gut, da ich das Kapitel gleich beenden muss, oder diesen Part, sage ich ganz schnell mal, ohne die Bücher gehe ich nirgendwo hin, du alte Versucht Schachtel. Versucht ihr etwa mich zu bedrohen, nachdem ich so gastlich war? Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Das wollen wir sehen, mein Lieber. Okay, das wollen wir wirklich sehen, du. Das wollen wir sehen. Alter, wo ist die hin? Da wechselt sie einfach mal die Position mit ihrer... Oh, oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mist, wo ist sie jetzt schon wieder? Da. Nein, 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 nein. Okay, ganz schnell. Magika, Magika, Magika. Na, das reicht. Eine neue Atronarchin für mich. Und ich krieg dich. Du hast keine Chance, glaub mir. Ich nehme jetzt mehr Tränke und dann klappt das. Yes, da ist sie tot. Die alte Schachtel. Na gut, so alt war die, glaube ich, nicht. Gut, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Und wir beenden das Kapitel und ich sage bis zum nächsten Mal mit Skyrim.